In diesem Video betrachten wir Abbildungsmatrizen und wie man damit einen Schattenwurf berechnen kann. Schauen wir uns zunächst an, wie man eine Matrix mit einem Vektor multiplizieren kann. Wir sehen, dass wir hier eine 2x2 Matrix haben und diesen Spaltenvektor können wir wie eine 2x1 Matrix auffassen. Wir sehen, dass die Anzahl der Spalten der Matrix und die Zeilen des Vektors zusammenpassen. Also ist die Multiplikation möglich und das Ergebnis ist ein 2x1 Matrix, also ein Spaltenvektor. Führen wir die Multiplikation aus, dann sehen wir, minus 1 plus 4 ergibt 3 und minus 3 plus 8 ergibt 5. Dann ist das das Ergebnis. Es ist so, als hätten wir nun den Vektor minus 1, 2 mit Hilfe dieser Matrix abgebildet auf einen anderen Vektor 3, Stab 5. Kann man sich allgemein schreiben, Multiplikation einer Matrix A mit einem Vektor U ergibt Vektor V. Es ist so, als hätten wir den Vektor U durch eine Projektion oder Abbildung der Matrix A auf einen neuen Vektor V abgebildet, als hätten wir hier den Vektor U auf eine Ebene projiziert. Und wir sehen hier sein Schattenbild. Deswegen bezeichnet man die Matrix A in diesem Fall als Abbildungsmatrix, die den Vektor U auf den Bildvektor V abbildet. In diesem Beispiel haben wir eine 2x2 Matrix, die projiziert einen zweidimensionalen Vektor aus dem R2 auf einen neuen zweidimensionalen Vektor V, ebenfalls aus R2. Nehmen wir hingegen eine 3x3 Matrix, multipliziert mit einem dreidimensionalen Vektor, kommt ebenfalls ein dreidimensionaler Vektor heraus. Aber wenn wir eine Rechteckmatrix haben, 2x3, die müssen wir auf einen dreidimensionalen Vektor anwenden. Und das Ergebnis ist ein zweidimensionaler Vektor V. Also haben wir hier eine Projektion aus dem dreidimensionalen Raum in die zweidimensionale Ebene. Übrigens, ein Vertauschen der Faktoren ist hier nicht möglich. Wenn wir den Vektor vor die Matrix schreiben, dann sehen wir, das passt mit der Anzahl der Zeilen und Spalten nicht zusammen. Da müssten wir schon diesen Spaltenvektor hier transponieren zu einem Zeilenvektor, damit das geht. Also man muss immer die Matrix links vor den Vektor schreiben. Nun schauen wir uns das bekannte Schattenwurfproblem an. Wir haben hier eine Fahnenspitze mit einem bekannten Punkt P1, Stab 1, Stab 2 und ein Sonnenstrahl fällt aus der Richtung dieses Vektors 1, 2, minus 0,5 auf diese Fahnenspitze und wirft einen Schatten S auf die Fußbodenebene, hier zum Beispiel bei Z gleich 0. Und wir wollen nun die Koordinaten von diesem Schattenpunkt S berechnen. Wir machen das zunächst im klassischen Lösungsweg, so wie wir es kennen. Das heißt, man stellt sich zunächst eine Geradengleichung für diesen Lichtstrahl auf, nehmen die Spitze des Fahnenmastes als Stützvektor und die Richtung der Sonne als Richtungsvektor für diese Geradengleichung. Die kann man nun aufspalten in die drei einzelnen Gleichungen. Diese setzen wir ein in die Ebenengleichung, um diesen Schnittpunkt der Geraden mit der Ebene zu berechnen. Unsere Ebenengleichung hat in diesem Beispiel die einfache Form z gleich 0. Es handelt sich also um die Fußbodenfläche. Einsetzen in z gleich 0. Wir sehen, dass wir hier nur die dritte Gleichung brauchen und lösen diese Gleichung nach r auf, bekommen r gleich 4. Und dieses r gleich 4 setzen wir nun wieder in die Geradengleichung ein, um den Schnittpunkt zu erhalten. Und das ist unser Schattenpunkt 5, 9, 0. Und nun wollen wir genau diese gleiche Aufgabe mit Hilfe einer Abbildungsmatrix lösen. In diesem Fall nehmen wir keine konkreten Koordinaten für unseren Punkt P, sondern verwenden allgemein einen allgemeinen Punkt mit den Koordinaten x, y und z. Das weitere Vorgehen ist genauso wie im klassischen Lösungsweg. Das heißt, wir stellen uns als erstes die Gerade für
für diesen Lichtstrahl auf. Hier steht unser allgemeiner Punkt P, x, y, z als Stützvektor und nehmen den bekannten Richtungsvektor aus der Sonne. Das Ergebnis soll dann unser Schattenpunkt sein, den wir mit den Koordinaten x', y' und z' bezeichnen. Spalten diese Vektorgleichung in ihre drei Einzelgleichungen auf und setzen dieses wieder in die Gleichung der Ebene ein. Da unser Schattenpunkt ja immer diese gestrichenen Koordinaten hat, hat unsere Ebene die Darstellung z' ist gleich 0. Beim Einsetzen brauchen wir hier wieder nur die dritte Gleichung und lösen diese nach r auf, bekommen wir r gleich 2z. Dieses 2z setzen wir wiederum in die Geradengleichung ein. Sieht dann so aus. Und ich nehme gleich die aufgespaltene Form hier. Hier für dieses r wurde überall 2z eingesetzt. Sieht dann so aus. Und wir schreiben alle Koeffizienten mal ganz ausführlich. Also wir haben hier 1x plus 0y plus 2z und so weiter. Für y' haben wir dann 0x, 1y und 4z und für z' haben wir 1z und 0,5 mal 2z hebt sich auf, also haben wir 0z. Nun sehen wir, dass wir dieses Gleichungssystem auffassen können wie eine Matrixgleichung. Wir können nämlich diese ganzen Koeffizienten hier in einer Matrix zusammenfassen, 1, 0, 2 und so weiter. Auf der linken Seite steht der Vektor unseres Schattenpunkts. Und auf der rechten Seite haben wir nun die Koordinaten unserer Fahnenspitze rausgezogen. Wir sehen, wenn wir hier diese Multiplikation der Matrix mit diesem Vektor ausführen, 1x plus 0y plus 2z und so weiter, entsteht genau wieder dieses Gleichungssystem. Und damit haben wir hier unsere Abbildungsmatrix gefunden. Diese Matrix beschreibt nun unabhängig von unserem gewählten Punkt P der Fahnenspitze für alle möglichen Punkte diesen Abbildungsvorgang auf diese Ebene. Setzen wir nun als konkretes Beispiel wieder unseren Punkt 1, 1, 2 für diese Fahnenspitze ein. Da müssen wir also die Abbildungsmatrix A mit 1, 1, 2 multiplizieren, erhalten damit unseren Schattenpunkt 5, 9, 0. Wie vorhin bekannt. Jetzt können wir das Gleiche mit einem anderen Urpunkt P wählen. Nehmen wir mal die Koordinaten 1, 2, 3. Setzen wir hier ein, brauchen nur noch diese Multiplikation auszuführen und erhalten sofort den neuen Schattenpunkt 7, 14, 0 und so weiter. Das heißt, wenn man einmal diese Abbildungsmatrix ausgerechnet hat, dann kann man jetzt beliebige Punkte hernehmen und vielleicht eine ganz komplizierte Form damit abbilden. Wir sehen, wie dieser Stern jetzt hier auf der Fußbodenebene aussieht und haben mit dieser Abbildungsmatrix das Schattenwurfproblem für beliebige Formen gelöst.